Hey Freunde, herzlich willkommen hier zurück bei Dragon Age Inquisition. Ja, und wie ihr seht, wir sind wieder in Haven. Ich hatte ja vor, demnächst mal mit den Gefährten zu quatschen, so ein bisschen. Ich weiß, einige sagen, das ist halt, es ist halt Geschmackssache, ne? Aber es gehört für mich dazu. Klar, diese Gespräche dauern Zeit und brauchen auch Zeit und ja, jedem das seine, aber es muss. Ja, also für mich ein absolutes Muss. Wir spielen ja hier auch ein Rollenspiel. Ja, obligatorische Ruckelstelle. Ey, wir sind wieder angekommen in Dragon Age Inquisition. Ja, und ich wollte heute mit euch die Hauptquest machen. Und wie gesagt, danach vielleicht Gefährten oder so. Wir müssen mal gucken. Ich wollte es zwar jetzt eigentlich schon machen, aber da gab es, ja, weiß ich nicht. Also so einige haben halt gesagt, das ist vielleicht doof. Naja, keine Ungewissheit. Ach, was weiß ich denn? Das ist halt so in einem Rollenspiel. Und ja. Wir machen jetzt die Hauptquest. So. Ist auch schön. Also ich freue mich auch auf die Hauptquest. Ihr habt mir da schon ein bisschen was gespoilert in der Richtung, aber hey, das ist eh in allen Gameplays so weit vertreten. Und wenn man den Trailer gesehen hat, dann weiß man auch, was eventuell demnächst kommen könnte. Und ihr habt mir gesagt, ich soll 4 Punkte für die Inquisitionsboni aufbewahren. Warum auch immer. Wofür? Für Geheimnisse, habt ihr gesagt. Was gibt's denn hier so? Ach, guck mal. Das sind die, die wir vor Ort mal abgegriffen haben. Hier diese Schmugglerkontakte und so. Ach, das wusste ich gar nicht, dass es da hinzu... Was? Du hältst eine Auswahl von Pflanzen der Stufe 1? Wie... Auf dem Feld vorne draußen oder was? Sind es denn mehr oder wie? Wir haben schon 28 Macht. Ich verstehe jetzt nicht, du erhältst eine Auswahl von Pflanzen, ja, Stufe 1. Ja, und nu? Und nu? Kriege ich die denn so in meine Tasche gesteckt oder sind die denn auf der Karte? Beziehungen. Ein makelloser Ruf. Aha, aha. Schnell mal überfliegen. Das ist sonst alles zu viel. Tja, das mit dem... Achso, das hatten wir ja. Was gibt's hier unten? Die Verzauberin Elandra. Ist das die Kleine gewesen in Redcliffe, die wir da erwischt haben beim Schmuggel? Oioioioi. Nur das beste seltene Bestände hätten wir hier. Einkauf der Inquisition können deren Ruf nutzen. Da. Ein Rohmaterialien für das Handwerk zu erwerben. Die Händler denn, oder was? Es hört sich doch gut an. Ach komm, nehmen wir das. So, die Hauptquest ist in Ferelden, nämlich die Breche schließen. Ne, Leute, also, wenn wir das jetzt haben, dann ist dann auch Dragon Age Inquisition durch, ne, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Arbeite mit den neuen Verbündeten zusammen, um das Herz der Breche anzugreifen. Ja, wir haben ja letztens die Magier zu uns, ja, als Verbündetenpartner einberufen, quasi. Wie wird das Die mal? Besten aller Magier sind bereit, Herold. Ihr müsst sicher sein, dass ihr für den Ansturm auf die Bresche gewappnet seid. Wir wissen nicht, was mit euch passieren wird. Dankeschön, das klingt richtig positiv, so richtig optimistisch, Cullen. Mann. Es möge brennen in deinem Herzen. Arbeite mit deinen neuen Verbündeten zusammen, um das Herz der Bresche anzugreifen, um sie ein für alle Mal zu schließen. Ja, wir stehen jetzt, glaube ich, kurz vor der Stufe 10 oder sowas. Passt von daher. Dann bestätigen wir das. No. Eva. Ah ja. Wir nehmen mit dich da und mein linker Platz ist leer. Dann nehme ich den Varric her. Weiß ich nicht, ich habe Lust auf die beiden. Auf jeden Fall, Dorian muss mit, das ist keine Frage. Jetzt brauchen wir noch so ein Frontschwein. Cassandra oder der Bulle? Mit Cassandra könnte es lustig werden, wegen den Magier, also für oder zu den Magiern-Gesprächen. Ich weiß es halt nicht genau. Ja, wollen wir? Nehmen wir Cassie mit. Bestätigen. Ich habe auch, gerade ein bisschen Inventarfusselei wieder gemacht. Oh. Wir kriegen Zeug.
Magier! Fokussiert am Herold vorbei! Stärkt seinen Willen. Das war jetzt ein kurzes Intermezzo. Aber so ein bisschen voll auf episch. Ich habe damit jetzt gar nicht gerechnet. Ich wollte euch noch erzählen, so ja, wir haben halt ein bisschen Inventar noch gemacht. Ein bisschen Rüstung habe ich auch hergestellt. Und passiert hier sowas. Ihr seht ja, jetzt ist Dragon Age ist vorbei. Wir haben die Bresche geschlossen, also uns kann nichts mehr passieren. Oh Mann, ich nutze jetzt echt mal die Ladezeit, um euch hier mal so ein bisschen voll zu texten. Das ging erstaunlich easy gerade. Ich halt das, ist das irgendwie ein Trugschluss oder so? Ich kann das jetzt noch nicht so glauben. Das haut doch vorne und hinten nicht hin. Saulus hat bestätigt, dass der Himmel vernarbt, aber ruhig ist. Die Bresche ist geschlossen. Es gibt Berichte über einige verbliebene Risse und es sind auch noch viele Fragen offen, aber wir haben gesiegt. Euer Heldenmut ist in aller Munde. Ja, ne, dann herzlichen Glückwunsch, dann können wir jetzt alle nach Hause gehen. Das wurde so abgehandelt in der Sequenz. Wir haben die ganze Zeit darauf hingearbeitet. Das ist jetzt überraschend. Ihr wisst, wie viele Leute beteiligt waren. Es war schieres Glück, dass ich im Mittelpunkt stand. Ein fragwürdiges Glück. Ich bin nicht sicher, ob wir mehr oder weniger davon brauchen. Aber ihr habt recht. Dieser Sieg war der Triumph eines Bündnisses. Das gibt es dieser Tage nicht oft. Aber nun, da die Bresche geschlossen ist, braucht dieses Bündnis ein neues Ziel. Truppen im Anmarsch! An die Waffen! Was zum... Wir müssen zu den Toren! Mit Südländern wird das nie langweilig, was? Nö. Sowieso nicht. Mit dir sowieso nicht, Dorian. Sag mal, wir haben zwar Feinde und so, aber doch nicht... Ich wusste, es war zu einfach. Ich glaub's auch. Oh Mann. Das ist doch jetzt... Wir müssen Barrikaden oder so errichten. Ja. Das wird übel. Ich wollte besser, wo muss er hin? Begib dich zu den Toren. Ja, aber warum? Wieso? Was ist passiert? Wer greift uns denn an? Oh, da gibt's was. Voll episch und spannend hier und Jorda muss gucken. Irgendwas. Ihr seid wichtig. Geht und beschützt uns. Ja, ist ja gut. Ach, guck mal, jetzt ist hier hinten auch auf. Huch. Carlin? Melde gehorsamst. Eine riesige Streitmacht nähert sich über den Berg. Ach nee. Unter welchem Banner? Keinem. Keinem? Ich kann nicht reinkommen, wenn ihr nicht öffnet. Ich bin Cole. Ich komme, um euch zu warnen, um zu helfen. Es kommen Leute, die euch wehtun wollen.
Aber das wisst ihr vermutlich schon. Was soll das alles? Was ist hier los? Die Templer kommen, um euch zu töten. Templer? Reagiert der Orden so auf unsere Gespräche mit den Magiern? Indem er blindlings angreift? Die roten Templer gingen zu dem Ältesten. Kennt ihr ihn? Jedenfalls kennt er euch. Ihr habt ihm seine Magier genommen. Ich kenne diesen Mann. Aber dieser Älteste... Hab ich's euch nicht gesagt? Ich hab's euch gesagt. Er ist sehr zornig, dass ihr ihm seine Magier genommen habt. Kalen, wir brauchen einen Plan. Irgendwas. Haven ist keine Festung. Wenn wir diese Monster standhalten wollen, müssen wir die Schlacht kontrollieren. Geht da raus und bekämpft diese Armee. Mit allen Mitteln. Magier! Der Templerorden ist gefallen! Ihr habt die Erlaubnis, sie anzugreifen! Inquisition! Mit dem Herold! Er wird es uns nicht für euer Leben! Für uns alle! Dass die immer noch so mit dem Audio dann nicht klarkommen, ne? Oh Gott. Nördlichen. Nach oben. Alter, ich meine jetzt ganz ehrlich, so eine riesige Armee sieht man doch. Das kann doch nicht so fix gehen. Haben wir denn keine Speer irgendwo rumsitzen oder sowas? Das war im Mittelalter auch nicht anders. Hat man sich erstmal 3 Wochen vorbereitet, dass der Feind kommt. Ich will nicht sterben. Au. So alte, fiese Arschmade. Diese Action. Hier so eine 3 wäre mal ganz gut scheppert. Bam. Wir laufen mal ein Stück. Oh, wie das reinzwiebelt. Guck mal, hier gibt es was zu bilden. Oh Mann. Wir haben es gleich. Haltet sie uns vom Leib. Okay, das da oben füllt sich, ne? Ist das ein gutes Zeichen? Ohne Momento. Rote Templer. Dieser Älteste, ne? Ich hab's eigentlich gesagt, das ist so ein komischer, dunkle Brutfutzel. Hier so. Jo. Hahaha, wollt's gerade zu mir kommen, ne? Hier, bam. Aber, da. Da stirbt gleich einer von meinen Leuten. Lässt du den in Ruhe? Oh, guck mal hier. Plündert die Leichen. Okay. Mach ich. Na, na, na. Oh Gott. Ihr werdet wieder alle mit mir schimpfen, dass ich ihr Zeug einsammle. Ach, toll. Haben wir es? Haltet sie zurück. Wir sind bereit zum Feuern. Ja, ich auch. Feuern? Was, soll ich jetzt auch feuern? Oder? Flog da was? Ich hab keine Ahnung. Huch. Da kommen sie da. Wir haben schon auf euch gewartet. Wartet kurz. Kleinen Augenblick bitte. Hier so. Oh ja. Eine Mine brauchen wir nicht neu setzen. Die liegt schon ganz gut da. Hier. Rückt mir jetzt mal nicht so auf die Pelle. Das finde ich nicht mehr so gut. I need Mana. Tribok ist bereit. What's Zeng? Boah, diese Tribok sind gesessen. Hier. Wir laden nach. Geht ihr zu dem anderen Tribok. Es schießt nicht. Es schießt nicht. Wo sind die? Wo ist das Tribok? Wir müssen diesen Tribok in Gang bringen. Okay, komm schon. Ihr müsst mal praktische Archäologie, wer das kennt. Oh, rotes Gehirn. Die machen immer so einen Scheiß. Super, diese Tribox. Jo, jo, ich komme. Ich laufe. Oh. Brauchen wir? Jo. Gut. Ich komme schon. Bin alt und gebrechlich. Ich lauf vor. Haben wir da mehrere? Nein, Shepard. Ich muss doch in der Taktikansicht bleiben. Ach, das sind ja meine Leute. Warte.
Boah. Und gleich noch mal einen hinterher hier. Yes. Nice. Boah. Ich sehe dich. Nee, du trinkst was und dann ist gut. Hier so. Autsch. Hast du gerade auf mich geschossen? Auf den Shepard. Hier. Du musst schon irgendwie reinlaufen. Doch nicht. So. Triebock schießt nicht. Haltet sie von dem Triebock fern. Von da oben, warte. Ich hab gar keine Zeit, mich hier vorzubereiten. Warte. Hier erwischen wir drei. Ja. Oh. Und nochmal. Ich sehe nichts. Ja, Strom, ne? Hier, sowas haben wir auch noch. Okay, tot. Der ist tot. Wir haben Schnell. Zeit. An den Drehbock. Eröffnet das Feuer. Ich? Du lässt mich an den Drehbock. Na, dann mal viel Spaß. Okay. Schon alles eingestellt, ja? Klar, ich ziehe das hier erstmal runter. Kein Problem. Bemannung des Drehbocks. Aha, die Schlinge. Die sich hier sogar schon formschön reinlegt. Das ist nicht dein Ernst. Nein. Wer okay. hat das Ende der verfluchten Welt angeordnet? Alle zu den Toren. Wir haben Dreck ein Problem. Oh shit, ich höre ihn. Ich kann den auch gar nicht angreifen. Okay, kehre zu den Toren zurück. Machen wir das mal. Nimm die Füße in die Hand. Oh mein Gott, ich will jetzt eigentlich Drachen kämpfen und so. Oh mein Gott. Klar, warte, geh weg. Wieso? Cassandra, komm mal her. Schlag mal dagegen. Ich hab gesagt, das geht. Ah! Ich schnapp mir nur das Nötigste. Hab nicht vor, wegen der Schmiede zu sterben. Gut. Ich wusste gar nicht, dass... Ihr habt gesagt, dass das geht. Schick, schick. Oh mein Gott. Was? Guck mal, hier ist ein Stab. Oh ja. Oh Mann, ey. Kallen, schließ das Ding. Bewegung! Bewegung! Wir müssen uns zur Kirche zurückziehen. Sie ist der einzige Ort, der dieser Bestie standhalten könnte. Jetzt gilt es. Eine zweite Chance kriegen wir nicht. Naja, der Drache wird ja wohl schwer Türen benutzen. Also, Helfen ja. muss geräumt und zur Kirche gebracht werden. Joa. Oh mein Gott, da hinten ist auch wieder was. Ey, lass meine Leute in Ruhe.
Das ist überall die Zerbrochung. Autsch! Autschen! Los, stirb jetzt! Wo ist denn der doofe Drache? Soll ich hier auch lang? Wo ist der Drache? Er macht mich ganz nervös. Oh Mann. Soll ich hier hoch? Muss ich hier lang? Warte mal ganz kurz. Zur Kirche. Wo ist denn hier in Haven die blöde. Ah! Ja. Nimm dir diesen roten Templer vor. Jo, der ist ja gleich down. Wäre ganz schön, wenn du sterben könntest. Danke. Der Drache, Leute. Hör auf hinten. Ich komme ja schon. Ja, hier werde ich ja wohl schlecht hoch können. Ich bin hier falsch, ne? Macht nichts. Ich weiß, es ist epische Momente zum Zerstören. Oh Mann. Ach, die Kirche, damit meint die wahrscheinlich die Burg oben. Ja, ja, ja. Ich kann immer nicht so, weißt du, gleichzeitig quatschen und nachdenken. Das ist wie mit Mathe im Let's Play. Ja, nee. So. Und nochmal hinterher. Na, brennt sich gut, ne? Autsch. Oh. Gehst du weg. Oh, der ist innerlich zusammengefallen. Ja, du schaffst das schon, ne? Ja! Oh Mann. Da ist er. Hört ihr das? Hier ist da irgendwas im Haus. Die Tür ist blockiert. Was ist das? Evakuierung. Wir müssen hier wieder jemanden evakuieren. Cassandra, kannst du hier die Tür einschlagen? Cassie? Doch, ich bin ja dabei. Wartet doch einfach mal. Aber ich weiß doch noch nicht wo. Ich weiß, es wird ein bisschen warm da drinnen. Wir verlieren Leute. Scheiße, der ist gestorben. Oh nein. Verdammte Axt, 3 Sekunden. Echt? Ah. Okay, okay. Gibt's hier noch jemanden, den ich befreien muss? Guck mal hier, 6. Hohoho. Oh, mir geht's schlecht. Leben die noch? So, jetzt nicht mehr. Den da hinten jetzt noch und dann müssen wir es haben. Puh, Leute. Ich sehe den Drachen auch gar nicht mehr. Der guckt hier irgendwo rum und ich weiß nicht wo. Und ich konnte dem einen da nicht helfen. Das tat mir jetzt irgendwie ein bisschen leid. Gibt es hier noch wen, den wir evakuieren müssen? Können wir Tränke aufstocken? Oh, und wieder. Okay, sehr schön. Da ist die Taverne. Oh Gott, das ist alles. Rette die. Rette Adern. Ach, rette Mineve. Ach du Scheiße. Ich höre eine Stimme. Ja.
Cassandra. Ja, komm. Schnell, 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 schnell. Wo ist er? Wo ist er? Wieso ist hier plündern? Er wird doch wohl schwerlich in der Kiste liegen. Ah, gib mir doch ein bisschen Zeit. Noch ein Toter. Boah, Freunde, ich könnte das glatt nochmal spielen. Ich muss doch den Adan retten und so. Kann doch nicht warten. Ging auch so auf, ne? Och, das. Man hat 3 Sekunden Zeit, bis man mal den Adan retten muss. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, wir müssen Minerva noch retten. Definitiv. Okay, Minerva ist irgendwo. Ist sie jetzt auch schon tot, oder was? Oh nee, ehrlich. Da überlege ich das echt nochmal aufs Screen zu spielen. Das ist doch doof. Ich kann mit meinem Stab das Zeug gar nicht einschlagen. Ich muss auch mal Cassandra nehmen. Weiter! Geht weiter! In der Kirche findet ihr Schutz! Er hat versucht, einen Templer aufzuhalten. Die Klinge ging tief. Er wird sterben. Was für ein reizender Junge. Herold, unsere Lage sieht nicht gut aus. Jegliche Zeit, die ihr uns womöglich verschafft habt, wurde uns durch diesen Drachen wieder geraubt. Ich habe einen Erzdämon gesehen. Hm? Ich war im Nichts, aber er sah genau so aus. Es interessiert mich nicht, wie er aussieht. Er hat dieser Armee einen Weg gebahnt. Sie werden jeden in Haven töten. Der Älteste interessiert sich nicht für das Dorf. Er will nur den Herold. Wie, was Erzdämon gesehen? Gott, diese Verderbnis, die damals war, ne, das war die 5. Und 7 sind angekündigt. Also werden 2 noch kommen, aber das halte ich für total... Das kann gar nicht sein. Adan und Minerva, wieso konnte ich die jetzt nicht retten? Das kann ja nicht sein. Warum hat man nur 5 Sekunden Zeit? Ich finde das jetzt total doof und überlege mir, das Ganze nochmal offscreen zu spielen. Herr Winno, dann opfere ich mich für Haven, ist doch ganz klar. Wenn es diese Leute rettet, kann er mich haben. Das wird es nicht. Er will euren Tod. Alle anderen sind ihm unwichtig, aber er wird sie dennoch zermalmen und töten. Ich mag ihn nicht. Ihr mögt ihn nicht? Herold, es gibt keine Strategie, wie wir das hier überleben könnten. Die Lawine war das Einzige, was ihren Vormarsch verlangsamt hat. Wir könnten die restlichen Trivox drehen und einen letzten Erdrutsch auslösen. Wir werden überrannt. Um den Feind zu treffen, müssten wir auch Haven begraben. Ja, wir sterben. Aber zumindest können wir entscheiden, wie wir es tun. Nicht viele haben diese Wahl. Nun ja. Kanzler Roderick kann euch helfen. Er will es euch sagen, bevor er stirbt. Es gibt einen Pfad. Man würde ihn niemals finden, wenn man nicht wie ich die Sommerpilgerreise unternommen hat. Diese Leute können entkommen. Sie muss ihn mir gezeigt haben. Andraste muss ihn mir gezeigt haben, damit ich euch davon berichten kann. Aha. Du, der uns eigentlich gar nicht helfen wollte, ne? Aber wie ist es, in der größten Not erkennt man noch seinen Freund. Oder so. Was meint ihr damit? Worauf wollt ihr hinaus, Roderick? Ich bin dem Pfad aus einer Laune heraus gefolgt. Eigentlich wollte ich es nicht, weil er überwuchert war. Dass ich jetzt, da bei dem Konklave so viele ums Leben kamen, der Einzige bin, der sich daran erinnert. Ich weiß nicht, Herold. Wenn uns diese einfache Erinnerung retten kann... Könnte das alles mehr als nur Zufall sein? Ihr könntet womöglich mehr sein. Alles klar. Was denkt ihr, Cullen? Könnte es funktionieren? Möglich, wenn er uns diesen Pfad zeigt. Aber was wird aus euch? Vielleicht überrascht ihr ihn ja und findet eine Möglichkeit. Inquisition! Folgt Kanzler Roderick durch die Kirche! Na los! Herold, wenn dies eure Bestimmung ist, wenn dies die Bestimmung der Inquisition ist, bete ich für euch.
Sie werden die Tribocke laden. Zieht die Aufmerksamkeit des Ältesten so lange auf euch, bis wir oberhalb der Baumgrenze sind. Wenn wir eine Chance haben wollen, solltet ihr ihm einen Schlag versetzen, den er so schnell nicht vergisst. Oh Mann. Wir müssen auffallen. Das ist eine meiner leichtesten Übungen. Wartet. Wo bin ich? Ich bin nicht... doch, ich bin da. Warte. Halt, 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 halt. Oh Mann, ey. Von einem Schlag hier ins andere. Oh. Kann ich erstmal kurz die Situation resümieren? Also, dass nun die beiden da gestorben sind, ja. Ja gut. Es ist ein Blind-Projekt, ne? Und ich werde die Entscheidung... ich bereue sie. Ich hätte mich vielleicht beeilen sollen, aber sie ist jetzt passiert und es wird jetzt... Ich lasse das jetzt so. Oh. Jetzt machen wir hier mal groß Tohuwabohu. So. Ein Rückschlag. Ja. Hier noch ein Mienchen. Komm her, wenn du willst. Der ist ja auch schon ausgelöst worden. Hier gibt's nichts. Rückzug. Autsch. Sag mal, wie wär's dann... Wieso Geistschlag? Ist da einer? Ja, Tatsache. Magst du uns nicht zufällig mal so eine Barriere geben, hm? Das kannst du immer noch machen. Und du, Krähenfüße hast du nicht? Dann greif den doch an hier. Den Typen. Komme ich euch zu Hilfe. Ah, ich will nicht sterben. Das war doch... Warum hat denn die Barriere nicht funktioniert? Habe ich schon wieder was anderes? Yes. Autsch. Alter, ich hab einen Pfeil in der Brust. Oh Mann. Ja. Yes, das. Och, puh. Wo soll ich noch hin? Ich soll wieder zum Tribok. Okay. So, das erstmal jetzt vor meinem geistigen Auge hier. Puh, Freunde. Kommt schon wieder einer? Wie genau muss ich jetzt gehen? Aber warte mal, Vorräte. Es ist da hinten wieder runter. Oh Mann. Sei, was haben wir gemacht auf den Typen? Was passiert denn mit dem hier? Was ist das für ein Zauber? Ja. Okay, alles tot. Da oben war die Breche. Auch interessant. Nochmal. Ah, Mann.
Komm, geh aus der Sonne mir. Autsch, Shepard, ich brauch grad mal deinen Flächenzauber. Flammenopfer. Ah! Oh, dich mach ich jetzt kalt. Alter. Komm, du bist doch schon tot. Da Danke. Ist euer Tribok. Richten wir das Ding aus. Ja, Verwick. Es ist okay. Ich mach das schon. Tränke brauchen wir? Nein, brauchen wir nicht. Gut. Naja, wieso weiter nach... Müssen wir nicht weiter nach rechts? Ach, Shepard wird das schon wissen. Könntet ihr den machen? Wegen Verstärkung. So, Biene für euch. Du stirbst, bevor du hier bist. Sehr gut. Und du löst bitte nicht die Mine aus. Das wäre ganz... Was macht der mit dem? Der verzaubert den irgendwie. Die Mine ist ausgelöst worden. Das ist wie so ein Schutz irgendwie. Gehen. Drache auf zu schreien, das macht mich irre. Ich wollte gerade sagen, wie wär's mal mit einer Barriere? Danke, Dorian. Da kommt doch so ein Vieh raus. Aus dem einen Vieh kommt. Boah, was sind das für nervige Gegner? Brennst du? Gegen was ist denn der überhaupt anfällig für Geistschaden? Ja, Verwick. Quatsch. Dorian. Das ist ja was für dich. Der lebt immer noch hier. Wann lebst du noch? Gut. Ich muss den Tribok noch weiter ausrichten. Also dieser Drache hört sich an, als wenn er die ganze Zeit über uns schwebt. Dem ist aber gar nicht so. Ach, meine Güte. Wie soll der denn da hingekommen sein? Sie werden uns einen harten Kampf liefern. Können wir nochmal drehen? Nö. Warte. Warte, die stehen doch da super. Ah, yes. Voll rein in die Menge. Und nochmal. Yes. Ja, unsere Mine ist immer noch nicht ausgelöst. Oh, super. Das ist diesmal eine super Mine. Woraus zieht der? Der macht ja immer aus anderen Typen. Ach, du bist mir doch einer. Eure kranken Spielchen hier. Okay, der ist tot, tot, tot. Kann ich jetzt weiter, Lalala. Danke, Doria. Ja, Sie haben mächtige Verstärkung. Das schaffen wir, Verwick. Nicht verzagen, ja, alle Fragen. Alter, was bist du denn? Hauptmann Denham. Alter. Kälteschaden. Na, Dorian, wieder was für dich. Ja, ist feuerresistent, aber nicht immun. Okay, arbeiten wir mit Strom gegen den Typen. Und Dorian? Kannst du 5 nehmen, der steht ja direkt vor dir. Verwick. Du kannst hier auch mal Krähenfüße hinlegen. Ist wie so eine kleine andere Mine. Und Cassie, du. Du machst das schon. Gehst du weg? Gehst du weg? Templer des Schreckens. Alter, Charvet.
verrenne. Komm. Oh. Das wird ganz schön eng hier. Alter. Ich brauche hier Strom. Dankeschön. Und eine Mine. Nix da. Säuspert und dann geht's weiter. Oh. Wir müssen hier weg. Barrick. Wie sieht's aus? Ich meine, Krähenfüße ist ja nett und gut, aber. Solas. Quatsch, Dorian, du müsstest auch mal weg. Komm mal zu mir. Lass mal Cassie das machen. Und wir machen Minchen. So. Dorian. Okay, warte kurz. Was ist denn eigentlich dieses komische Bann? Gebannt, gebannt, okay. Nein, was weg? Ich will zu Shepard! Wow, wow. Der hat Rüstung, der Arsch! Na, warte. Das gibt jetzt richtig Stress, mein Junge. Ja, Strom, sehr gut. Komm, du bist doch tot. Er ist tot, er ist tot. Hahaha. Der aber noch nicht. Jetzt aber. Okay. Einmal auffrischen. Kurz plündern und dann müssen wir noch einmal schrauben. Also einmal drin drehen. Und ich weiß, die Folge ist schon viel zu lang. Ich muss das anders schneiden. Also wundert euch nicht, wenn vor 10 Minuten mal so ein Schnitt war. Oder wollen wir hier an der Stelle Pause machen? Dann wird die Folge ein wenig länger. Okay, gut, machen wir das so. Dann ist die Folge jetzt 10 Minuten länger etwa. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal vom epischen Ausrichten des Tribox hier wieder rein bei mir in der Rolle. Bis dahin. Tschüss.